Ja, ich bin gerade dabei, meine Sachen zu packen, weil ich darf heute eine Überraschung für mich persönlich wahr werden lassen. Und zwar, ich bin hier zwischen dem Mogikwena-Fluss und dem Limpopo-Fluss. Die fließen beide zusammen, dann später zum Limpopo Richtung Botswana, teilen also Botswana und Südafrika. Und in dem Camp bzw. der Lodge, der ich hier bin, habe ich gestern erfahren, gibt es ein Photographic Hide, das heißt, die haben ein Hide gebaut, davor ist ein Wasserloch und ich kann dann vom Prinzip her nahezu auf Wasserebene fotografieren. Das heißt, wenn es Tiere gibt, wenn Tiere kommen, kann ich denen dann faktisch ja, in die Augen gucken und kann in einer ganz tiefen Aufnahmeposition fotografieren. Deshalb packe ich jetzt gerade meine Sachen zusammen, nehme nachher mein Auto, kann da selber hinfahren, ganz alleine durch den Busch fahren. Brauche vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten und werde mich dann für 3 Stunden in dieses Hide setzen. Ich war noch nie in einem Hide dieser Art drin. Für mich ist das eine Besonderheit, das erleben zu dürfen. Ich werde mich da 3, 3,5 Stunden mal hinsetzen, mich mal ganz still verhalten, euch vielleicht filmisch ein bisschen mitnehmen, gucken, ob was passiert. Die Sonne wird direkt hinterm Wasserloch untergehen. Bin mir noch nicht ganz so sicher, wie das lichttechnisch wird, ob ich da Probleme bekommen werde. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was sehe, ob ich in 3 Stunden Tiere fotografiere oder zu mir selbst finde. Deshalb packe ich jetzt weiter und fahre dann mal raus Richtung dem Hide. Ich freue mich jedenfalls. So, sieht so aus, ich habe den Hide jetzt eingerichtet. Ist noch ziemlich früh, aber die Perspektive ist wunderschön, direkt auf Wasserhöhe. Ich muss mich sehr still verhalten und weiß noch nicht, was mich erwarten wird, ob ich jetzt hier 2 Stunden, 3 Stunden sitze und nichts kommt. In der Umgebung habe ich eine junge Giraffe mit einem Muttertier gesehen und ein paar Impalas.
Und schauen wir mal, was sich so im Laufe der Zeit jetzt ergibt. Aktuell habe ich mein 70-200 montiert. Ja, das reicht vom Abstand völlig aus. Und habe hier das 24-70 noch dabei für den Fall, dass Elefanten kommen. Oder ich die Tiere halt in ihrer kompletten Größe aufnehmen, fotografieren oder filmen kann. Die Sonne wird leider direkt in Richtung der Kamera untergehen. Aber das ist der einzigste Tag, an dem ich nun mal hier bin. Also sprich, muss ich das handeln und muss damit umgehen, was ich habe. Im Hintergrund ist eine Bergkette. Die wird natürlich so eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang das Licht wegnehmen. Und ich habe kein hartes Gegenlicht mehr. Was oft ein Problem ist, gerade mit Lensflares. Ja, ich hasse Lensflares, die sind sehr schlecht rauszustempeln. Es sind aktuell keine Wolken. Hier unten ist es viel wärmer, als ich gedacht habe. Ich habe noch Hemd, Pullover und Weste dabei, weil ich dachte, das ist ein kaltes Loch. Aber wir haben draußen aktuell 24 Grad. Und das hat sich richtig gut aufgeheizt. Ich bin froh, dass ich Wasser dabei habe. Und ich werde jetzt mal so gucken, was im Laufe der Zeit passiert. So, ich sitze jetzt hier schon seit einer halben, dreiviertel Stunde und passiert ist eigentlich noch nicht viel. Ein Squirrel war da, also sprich so ein kleines Hörnchen, Baumhörnchen. Hat sich allerdings doch nicht ans Wasser getraut. Und ein Graulärmvogel. Ein Bombay-Vogel war kurz da, hat getrunken und ist aber rechter Hand aus meinem Sichtfeld relativ schnell wieder weggeflogen. Auch wenn nichts kommt, es macht Spaß wie Sau. Wunderschön und macht super viel Spaß. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, dass ich mitten im Busch von Südafrika ganz allein auf mich gestellt, ohne fremde Hilfe, ohne Auto, das Auto ist wieder weg, die Ruhe spüre und die Einsamkeit spüre eines Wildlife-Fotografen. Das macht richtig Spaß. Hier ist nichts wichtig. Es ist nicht wichtig, ob du den Pulli schon seit 5 Tagen anhast und er nach Feuer riecht. Ob du rasiert bist oder nicht, ob die Haare staubig sind. Es zählt nicht, ob du das neueste iPhone hast. Was zählt, ist der Moment, in dem du ganz alleine mit dir und der Natur bist. Und der andere Klimbim absolut nicht wichtig ist. Also ich habe vorhin abgebrochen, es waren 2 Vögelchen da, deren Namen ich erst noch nachschauen muss. Schwarz-weiß. Die voller Entspanntheit hier im Wasser gebadet haben und getrunken haben. Aus dem Nichts stand plötzlich ein Impala da, hat getrunken und hat sich danach am Leckstein bedient, Mineralien. Aufgesaugt. Ein paar Täubchen waren noch da. Und das ist aktuell in Anführungszeichen alles, aber mir ist es genug. Ich mache weiter.
Ja, ich schätze gerade, dass das Licht wahrscheinlich nicht mehr reicht zum Filmen. Der Abend war doch sehr erfolgreich oder schön. Es kam noch im Palast zum Trinken. Und was ich noch nie von nahen gesehen habe, waren Elandantilopen. Die waren sehr, sehr schüchtern, sehr ängstlich. Sind jetzt auch weg. Die im Palast sind da, wie soll ich sagen, viel entspannter. Ich werde jetzt langsam zusammenpacken und werde rausgehen. Denn im Dunkeln an einem Wasserloch rumzulaufen,